So, dann geht's weiter mit der nächsten Runde Space Engineers. Ich bin gerade noch ein bisschen außer Puste, sorry. Ich kann. Wow. Ja, geht los und erstmal speichern, immer gut. Ich komme gerade selbst vom Schneeräumen und deswegen. Ja, kam gerade das drauf und so, ich weiß, vielleicht nicht die beste Idee, irgendwie so körperlich für Ausgaben und dann irgendwie erstmal einen LP anfangen, wenn man komplett außer Puste ist und so, gut. Aber gut. Das fängt sich dann gleich wieder ein. Ja, unser super tolles Schiff, Auto, Panzer mit einem Fuß unten und ohne Rädern oder Ketten. Sieht natürlich schon mal sehr gut aus, also schaut ungefähr jetzt genauso gut aus wie die Dirt-Häuser von manchen Minecraft-Spielern. Ja, jetzt müssen wir kurz schauen. Jetzt glaube ich, bauen wir uns erstmal hier irgendwie einen. Ich würde ganz gerne die großen Räder bauen. Aber ich weiß nicht, ob sich die besser oder schlechter lenken. Ich glaube, das überhaupt einen Unterschied macht. Ich weiß nicht so recht. Also ich habe das Ganze übrigens mal vorgebaut. Also beziehungsweise ich hab das Ganze mal gebaut zum Testen. Und ich habe es mit kleinen Rädern genommen. Es war jetzt nicht so super, wie ich wie es sein sollte. Ja, ich glaube, die großen, ich meine, die Dimensionen hier sind einfach so krass. In diesem Game ist einfach mal alles so riesig. Dann gibt es das mal. Und man sieht nicht mal das Gras selbst. Warte mal, kannst du das hinbauen? What? Ah, ne, aber man kann dann kein Rad platzieren. Generell, wir haben es hier so beschissen reinbaut, das ist mal ganz im Ernst. Naja, gut, ich nehme jetzt auf alle Fälle mit kleineren Räder. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die platziert werden müssen. Wie war denn das? Ne, so nicht. So war das. Wie war jetzt das andere da noch? Warte mal, kann ich so drehen? Es gibt eine dunkle Seite und der Rest sind helle Seiten. Ich denke, eine dunkle Seite gehört nach oben, oder? Oder ist nur ein Grafikbug? Ne, ich denke mal. Oder? Vielleicht nach unten? Ich habe keine Ahnung, würde mal sagen, wir failen einfach mal, wir probieren es einfach mal eine Runde. So, da kommt, ja. So, super Chatpack. Hat's Rad mit ja, das Rad hat's gewissermaßen mitblitziert. Sieht irgendwie aus, so wie so ein ausgebranntes Wrack, wie, keine Ahnung, wie so ein Luftschiff irgendwie. Aber gut, diesmal ist die YouTube, das war eigentlich klar. So, machen wir erstmal das fest. Ja, das kommen wir auch schon zum Ende. Gut. Brauchen hier irgendwie. Ich weiß nicht. Ist da nicht ganz so einfach wie ein Tacket, hier mal irgendwas hinzuklatschen, weil es noch ein bisschen aufwendiger und. Naja, gut. So, schauen wir uns kurz. Alles super, alles. Lol. Wiss? Okay, gut. Man muss das Rad extra schweißen. Schatten, oh, komm. Ah, wir holen uns gleich noch ein paar große Steel Tubes und glaube ich, wir stocken generell immer alles ein bisschen auf in unserem Inventar. Wo haben wir es hier? Große Steel Tubes. Ich sag bloß, wir haben keine großen Steel Tubes mehr. Na gut, machen wir eben kurz ein paar neue. 50 sollten reichen, denke ich mal. So. Jetzt sind wir auch fast schon voll, das ist wieder blöd, aber gut, egal. So, was brauchen wir noch? Ein paar. Wie ist es ja alles aus, was wir brauchen? Gott, das ist ja schlimm. Da brauchen bestimmt noch welche. Ich produziere erstmal 100 Motoren. Was, ein Motor? 100, hallo, 100. 100, nein, nicht die. 100 davon und. Dann haut er ein paar neue. Ups. Warte mal, ich wollte mitnehmen. Ups. Ja. So, haben wir es? Da haben wir mal ein paar. In der Tafel, witzig. Na gut. Warte mal, hatten wir gerade noch Trusted Components? Die brauchen wir nicht, dann haben wir. Platz für zwei weitere Stahlplatten oder so. Naja, ein paar mehr. Na gut. Das müsste jetzt schon irgendwie gehen, also.
Hoffen wir. Warte mal. Wir haben ja diese Geschütztürme. Ich glaube, sobald es... Och, come on, das gibt's doch nicht. Ich glaube, sobald sich unser Ding bewegt, fangen die an zu schießen. Ich glaube, wir machen die erstmal aus. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, irgendwie unsere Schiffe zu schrotten. Wir fahren einfach in die eigene Base damit und machen gar nichts. Wir lassen einfach zerstören und wir zerstören sich selbst. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, genau. Control Panel. Grinders, Welders. Cool, ein Welder. Cool. Wo haben wir denn? Was hier alles drin ist. Holy shit. Hä? Timer Block. Ich frage mich, wieso der Timer Block eingebaut sind, aber gut. Sensor Refinery Production Module. Power, Oxygen. Medical, LCD, Interior Light. Da, hier Gatling Turret. Off, off. Mehr als zwei, da bin ich mir sicher. Hey, wir haben noch mehr als zwei. Hä? Wollt ihr mich nutzen? Wir haben noch mehr als zwei Verteidigungstürme, oder? Hier ist ein Tank. Auf. Also ich könnte schwören, wir hätten mehr. Aber gut, wir vertrauen es mal auf das. Ich meine, da unten haben wir schon mal eins und da oben haben wir schon mal eins. Und es wird doch hier in der ganzen Base doch irgendwie ein paar mehr hängen, oder? Kann man doch nicht erzählen, dass es hier dass unsere einzige Verteidigung ist. Wow, ist hier was eingeschlagen? Nee, ist nichts eingeschlagen. Ha. Da ist ein Beacon, da ist ein... Ist das ein Gyroskop? Gyroskop auf einer Basis? What? Hä, was ist das? So, es müsste ein Gyroskop sein, oder? Schauen wir mal kurz nach. Ja, gerade mehr die Basis am Kunden, ich weiß, sorry. Hier. Schau mal, also ist ja alphabetisch geordnet. Nein, ich lese gerade kein Gyroskop. Egal. Gut, macht Öl. Wieso kriegst du mal Schaden? Ach, lol. Das Ding ist auch okay. Ich überlege gerade noch, wie man so am besten powern. Ja, ich denke, mit Solar wird wahrscheinlich das Beste sein. Die sollen angeblich noch mega effizient sein. Noch nicht zu Tode genervt, wie manche andere Sachen hier. Und ich denke, man sollte dann relativ viel Sinn machen, dass wir die nutzen. Kann ich ihn crouchen? Ja. Gut. Funktioniert. Alter. Das Zeug immer drehen, das ist schlimm. Haben wir schon richtig? Ich glaube schon, ja. Super, hier sehen wieder alle Zeiten gleich aus. Mann! Wie unterscheiden sich die. Erstmal richtig die Taste finden. So, ich kann hier unmöglich draufschauen und das Ding hier platzieren. Also für mich schauen alle Seiten irgendwie so ziemlich gleich aus. Warte mal, wir haben hier so einen Querbalken drin. Die Frage ist nur, in welche Richtung sollte der Querbalken gehen? Warte mal, dass ich wahrscheinlich das Rad drehen kann, oder? Also so? Ne, warte mal, das muss ich ja so drehen. Hä? Das dreht die... Doch, das muss stimmen, oder? Das müsste so stimmen, sollte stimmen. Ich kann schwören, wir bauen das irgendwie falsch hin oder so. Ich hatte das Problem letztens schon, aber wir bauen einfach mal diese Feder nach hinten. Keine Ahnung, ob das gut, schlecht, vollkommen bescheuert ist. Wir probieren es einfach mal aus. Ah, so geht's eh leichter. So, einmal nach hinten. So, einmal. Und dann noch ein zweites Mal. Ja, fast. Na gut, immer schon mal das Rad können wir schweißen. Fürs andere sind wir da zu klein. Boah. Hallo? Fast passen? Danke.
Ah, jetzt ist das zu nah zusammen. Shit. Och Mann. Gibt's denn hier nicht irgendwie Hydrogen? Das ist doch schlimm. Hocken wir nochmal in 10 Jahren da oder so. Ist irgendwie so ein kleiner Mann, der irgendwie so ein riesiges Ding baut. Ah, ist irgendwie sowas. Keine Ahnung. Schon ein bisschen bescheuert irgendwie. Lackieren machen wir, ganz damit lackieren und so machen wir dann übrigens nachher, wenn es fertig ist. So. Dann nächstes Rad. Ich finde die Gravitation einfach trotzdem irgendwie richtig lustig. So mega strange irgendwie. Man hat jetzt zwar irgendwie halt die viel Gravitation, aber irgendwie. Naja. Will could not be placed. Ach komm, ey, Mann. Komm, geh weg. Keine Lust mehr auf die Scheiße. So, mal drehen nach hinten. Jetzt geht's. Ja klar, Train Construction Components, das war jetzt irgendwie wieder klar. Es könnte auch nicht anders laufen, glaube ich. Construction Components, haben wir die? Wie sehen die nochmal aus? Nein, haben wir keine. War ja klar, wäre zu schön gewesen. Hier sind sie. Am besten gleich mal 200. So, ja, und an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten. Oh, ich sehe gerade übrigens, Eisen hält auch nicht mehr. Nee, warte mal, es produziert nach, oder? Ja, es produziert nach. Ja, sag ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Space Engineers LP.